Ja, servus Leute, zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute um den Digital AV-Adapter von Apple. Wer meinen Kanal schon etwas länger abonniert hat, sollte wissen, dass ich vor einiger Zeit eine iPad-Zubehörreihe gemacht habe. Und ja, der Digital AV-Adapter gehört da eigentlich auch noch mit dazu. Deswegen dachte ich mir, dass ich dazu jetzt auch noch ein Video mache. Dann kommen wir mal zum Adapter an sich. Das Ganze ist für 39 Euro bei Apple in zwei Versionen erhältlich. Und zwar einmal mit dem alten 30-Pin-Anschluss und einmal mit dem Lightning-Anschluss. Ja, ich habe den Adapter in der 30-Pin-Variante gewählt, da ich ihn gerne noch für mein altes iPad nutzen möchte und nicht für den neuen iPod Touch mit dem Lightning-Anschluss. Kommen wir mal zum Aufbau. Wir haben hier an der Unterseite einen 30-Pin-Anschluss oder einen Lightning-Anschluss, je nachdem, was ihr eben gekauft habt, um das Ganze eben während man Filme oder Serien auf dem Fernseher anschauen möchte, aufladen zu können. Und ja, auf der linken Seite haben wir dann den HDMI-Anschluss, um das Ganze mit dem Fernseher verbinden zu können. Auf der Oberseite haben wir dann entweder wieder einen Lightning-Anschluss oder den 30-Pin-Connector, um den Adapter mit dem iPod, iPad oder iPhone verbinden zu können. Man kann das Kabel nutzen, um sich zum Beispiel die neuesten Filme oder Serien, die man zuvor auf dem iPad oder iPhone gekauft hat, am Fernseher anzusehen. Es ist aber auch prima nutzbar, um sich zum Beispiel Fotos auf seinem TV anzuschauen oder Präsentationen in der Keynote-App vorzuführen. Außerdem kann man den Adapter verwenden, um zum Beispiel Spiele wie Modern Combat 3 auf dem Fernseher wiederzugeben. Falls man dann doch irgendwann genug vom Spielen und Filme ansehen hat, kann man auch einfach ganz normal auf dem iPad arbeiten, da der Homescreen gespiegelt wird. Dann kommen wir mal zum Fazit. 39 Euro sind meiner Meinung nach ein wenig zu viel, jedoch bekommt man dafür auch entsprechende Qualität und einen hervorragenden Apple Support. Falls euch das Ganze interessiert, habe ich euch einen Kauflink in die Beschreibung gepackt. Ja, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und ciao.